Ja Leute, uns hat herzlich willkommen zu einer Runde Jumpdown auf dem KFGames.eu Server und ja, das wird die erste Folge Jumpdown auf meinem Server sein und gleichzeitig auch die letzte. If I was the sinner, would you be the preacher, would you be my... Denn ja, das Ganze wird hier auf dem KFGames.eu Server gespielt und heute, Samstag, ist der letzte Tag, wo dieser Server noch existiert. Er ist einer der Server, der deutschen Minecraft Server, der am längsten existiert überhaupt, oder zumindest in meinen Augen, oder ich kenne ihn schon sehr sehr lange einfach, diesen Server, und deshalb, ja. Ich hatte auch so ein bisschen eine Beziehung zu diesem Server. Ich habe zwar nie wirklich ein Video zu diesem Server gemacht, aber auf jeden Fall fehle ich hier gerade ein bisschen und auf jeden Fall möchte ich echt nochmal sagen, ja, es ist schade, dass der Server leider down geht heute Abend Samstag. Und deshalb, ja, bringe ich ja doch noch mal ein bisschen Content von diesem Server. Im Stream waren wir ja sehr oft auf diesem Server ab und zu. Ja, und es steht oder im Forum von KFGames.eu hat halt Kajan, so Spielkinder TV, den dürften sicher die meisten behauptlich mal kennen, oder sicher auch Leute, die bei mir ab und zu im Stream dabei sind, dürften Kai kennen. Der hat dann eben ja gepostet, so ja, was es halt für Gründe gibt oder warum KFGames jetzt dann eben bald weg sein wird, und eben das wird heute der Fall sein. KFGames wird in der Nacht auf morgen Sonntag offline gehen. Ja, ist schade, denn KFGames ist einer der ersten Server, den ich überhaupt kannte, denn früher gab es hier noch Rush drauf, und wer Rush nicht kennt, das ist ganz einfach. Rush ist sozusagen Bed Wars. Und ja, KFGames.eu, würde ich mal einfach so behaupten, war maßgeblich daran beteiligt, an der Entwicklung von Bed Wars. Und deshalb ist der Server auch so ein bisschen, sag ich mal, hat ein bisschen auch Geschichte geschrieben in dem Sinn. Vor allem, ich habe den Server auf eine relativ lustige Variante kennengelernt, nämlich durch Paluten. Paluten hat nämlich früher ja auch so schöne Streams gemacht jeweils und hat da oft Rush hier auf dem Server gespielt und ja, was dadurch auch an den Server kennengelernt. Ja, mehr muss man gar nicht dazu sagen erst. Ja, den Server gibt es jetzt wirklich sehr sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange es den Server schon gibt. Auf jeden Fall, ich kenne ihn schon lange und ich mag ihn auch nach wie vor. Ja, wie gesagt, heute ist es leider zu Ende, diese Geschichte von KFGames. So, es läuft eigentlich ganz gut hier in der Runde gerade. Die Frage ist jetzt nur, wie ich da nach unten komme mit 4 Herzen. Ich möchte jetzt einfach mal hier stehen regenerieren. Wer Jumpdown nicht kennt, das ist ein Spiel, da geht es einfach darum, von ganz oben so schnell wie möglich nach unten zu springen. Oh fuck. Oh fuck, ich glaube, der kommt auf mich. Kann das sein? Moment, ich mach mal das hier. Oh nein, Mann, warum? Ich wollte darüber springen. Shit, ey. Aber ich spiele die Map Schlangen. Und Schlangen ist eigentlich eine meiner Lieblingsmaps. Merkt sogar meine Lieblingsmap, würde ich mal behaupten. Denn sie ist ja, ziemlich schwierig zu spielen, auf jeden Fall. So. Ja, einfach, es geht dann darum, so schnell wie möglich ganz unten anzukommen. Und es gibt da auch solche Lucky Blocks. Und es wurde, ja, GG, ich wurde hochgeschleudert. Aber nicht. Also es können auch gute Sachen dabei rauskommen, ne? So ist es nicht, aber ja, das ist halt Jumpdown. Übrigens, aber was man noch sagen wollte, Cheat. What the fuck? KFGames.eu wird, oder man kann KFGames.eu noch retten sozusagen. Also sie suchen einen Käufer oder einen neuen Owner für den Server. Also Kai sucht einen neuen. Besser, um das ja ein bisschen zu genau zu sagen. Ja, sie suchen einen neuen Owner, falls man KFGames.eu kaufen möchte. Also ich glaube, das ist Server plus Domain und alles halt. Dann kann man sich im Forum auf jeden Fall melden. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe es einfach zufällig gesehen, als dann auch mir den Post durchgelesen habe zum Server. Ja, und das, ich würde es auf jeden Fall sagen, mir würde es sehr gefallen, wenn er so jemand kaufen würde. Bei mir liegt das schon noch ein wenig am Herzen, aber ja, ich glaube, es gibt schon wirklich viele Leute, die daran interessiert sind im Moment. Und es wäre auf jeden Fall echt cool, falls dann einen Käufer gefunden, ja, falls man dann einen Käufer finden würde. Ja, das war die Sache. Oh, da hat jemand gewonnen. GG. Er schreibt, haha, er läuft bei ihm. Ja, weil ich habe hier seit ungefähr, oder ja, ich setze mal erst seit ungefähr, zwei Wochen oder so den YouTuber-Rang. Und ja, wir spielen nochmal Schlangen, okay.
Ja, auf jeden Fall kriegt man den auf 2500 Abonnenten halt E1. Ich habe auch nie irgendeinen Anfall gemacht, sondern ich habe einfach den YouTube-Rang bekommen, da man es sich mit Kai in seinem 24-Stunden-Stream gestreamt habe. Hat Kai einfach schnell gemacht, das ist der Schwenkset, Multidismo, YouTuber oder sowas. Keine Ahnung, wie der Command dafür auch immer sein wird. Ja, auf jeden Fall bin ich tot. Ja, und seitdem habe ich halt den YouTube-Rang auf dem Server. Und da sollte man mich ein bisschen besser konzentrieren. Ja, und was sonst auch noch Sache ist, was noch schnell bereden wollte. Ich habe heute Morgen gestreamt, 8 bis 12 Uhr, also beziehungsweise halb 8 bis halb 12, weil ich nachher noch ganz kurz weg musste und deshalb habe ich halt bis um 4 Uhr begonnen und früh aufgehört, ja. Ist, denke ich, logisch. Und, ja, ich werde heute Abend nochmal streamen auf jeden Fall, also heute Abend Samstag. Wahrscheinlich so circa um 18 Uhr oder 18, könnte auch gut sein, dass es 18.30 Uhr wird. Aber ich werde auf jeden Fall heute Abend nochmal streamen, wahrscheinlich mit dem Optimisten gemeinsam, mit dem Optimus Kraft hoch. Oder dürfen den, denke ich, auch viele kennen. Der streamt nämlich aktuell auch bereits, der streamt seit 12 Uhr und ich nehme das Video jetzt gerade um 12.38 Uhr auf. Und zwar macht er einen Stream. Shit! Mann! Ich war doch gerade unten. Ah, Mann. Und zwar macht er so einen Stream, dass er mindestens 8 Stunden streamen wird. Und für jede 5 Euro Donation macht er eine Stunde länger. Und ich bin gespannt, auf wie viel Zeit er am Ende kommt. Weil ja, man weiß auch nicht unbedingt, ob er es überhaupt dann durchzieht, je nachdem, wie viel Zeit es am Ende dann wird. Weiß man nicht. So, du findest erstmal runter. Hey, hau ab! Hey! Ich finde es so geil, dass man ja auch Leute runterschlagen kann. Oder habe ich sowas wie Jump-Pulse? Kann das sein? Ah ja, eine Angel. Ich habe jetzt mit der Hand gekühlt. Okay, läuft bei mir. So, hier geht's auf jeden Fall mal nach unten. Ich will jetzt schon auch noch eine Runde gewinnen. Das wäre geil. Er scheint Menno. So, man könnte eventuell hier hinten irgendwie runterspringen. Oh, auf jeden Fall soll ich mal das essen. Sonst regeneriere ich nicht. So. Ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich heute sogar zweimal nochmal streamen. Ich weiß nicht, ich hatte richtig Bock heute, gerade jetzt nochmal zu streamen nach diesem Video. Aber ja, habe ich auch Bock, Clickorius zu zocken. Du kannst hier keinen Schaden. Oh, Schadensresistenz habe ich geklickt. Ah, nice, das ist geil. So, nein! Fuck! Ah, ich war so weit unten. Mann! Ah, komm, das schaffen wir jetzt noch. Ja, egal, ich weiß nicht. Ich habe ja auch von Endocake das so ein bisschen mal zugeschaut bei ihm. Und ich habe einfach gemerkt, ja, irgendwie. Ja, er macht's eigentlich schon richtig mit seinen Streams. Er streamt einfach ab und zu dann, wenn er wieder Bock hat darauf. Das Mann hat er wieder. Ich will jetzt nicht auf ihn gehen. Ja, und ich find's einfach geil, wenn man einfach mehrmals pro Tag halt streamt und nicht einfach ja, einmal und dann ist gut. Also, da hat schon wieder jemand gewonnen. GG. ja, es gibt ja immer 3 Runden bei Jump Down und deshalb würde ich sagen. Spielen auch noch die nächste Runde und ich vote jetzt diesmal für Bambus. Ey, fuck, Bambus ist keine geile Map. Baum wollte ich eigentlich. Und hoffentlich kommt nicht Bambus. Jetzt kommt Schlangen. Also schon wieder Schlangen. Ernsthaft? Okay, so. Es ist aber einmal noch gewinnen, ja, wenigstens. Weil die Map ist keine schwierige Map. Auf keinen Fall. Aber ja, es wäre natürlich wirklich echt sehr, sehr schön, falls Craftgames weiter bestehen würde. Weil ich mag den Server, vor allem wegen Jumpdown. Aber ich weiß dann auch, vielleicht kann man ja die Plugins ja und die kaufen oder ja, man stellt sie zum Download zur Verfügung. Kann ich mir jetzt noch nicht gut vorstellen, aber wäre natürlich umso nicer, wenn man das könnte. Aber nee, ich denke mal, CraftGames wird die Plugins sich veröffentlichen, falls er so jetzt down gehen sollte halt eben. Aber ja, Jumpdown ist echt so ein Spiel, das gibt's und gab's. Halt nur auf CraftGames. Und das hat auch CraftGames so ein bisschen ausgezeichnet, kann man echt sagen. Nein! Warum geht man da so viel Schaden? Ach komm, so, neuer Versuch. Einfach nochmal genau. Ja, ich muss noch einen ganz guten Anfang finden. Nicht direkt runterspringen oder so. Wo geht man dann am besten runter? Ohne am Anfang schon viel Schaden zu kassieren. Irgendwie hier. So, ja, 1,5 Herzen. Gut, das geht ja noch. Dann gehen wir mal hier runter. Ich habe das Gefühl, dass Speedtaker die Runde auch noch gewinnen könnte. Weil das ist beiden vorher schon gewonnen, oder? Oder ja, das ist echt auch schon. Ja, ich versuch's einfach. Ich bin jetzt immer ein Dritter. Und dieser Venor
Ja, den Venox, ne, irgendjemand, der hat doch gelöftet vorhin. Und der spielt trotzdem noch mit. Lol, hey. Ja, warum nicht? Kann er machen, ja, Mil. So, oh shit. Warum gibt das so viel Fallschaden? Ja, und es ist wirklich so, bei Jump Down, man kriegt mehr Fallschaden als normal in Vanilla Minecraft. Ich weiß aber auch nicht genau, wie viel. Aber ich glaube, man kriegt mehr als ganz normal. Die Route hier ist ja nicht doch besser. Die hat mir gefallen vorhin. So, und dann hier runter und dann auf diese Schlange rüber, Jondi. So, nice. Oh, nicht mal falsch ankassiert. GG, Multi. Da unten ist Pixelgirr. Und ich glaube, der kann gewinnen. Nee, falsch ankassiert. Oder zu viel falsch ankassiert. Und ich darf nie vergessen zu essen. Ich esse einfach immer zu spät. So, zwei Herzen. Zwei Herzen, na komm. Ich will die zwei Blöcke da haben. Ich hoffe nur, ich werde dann mit niemandem getauscht. Aber es gibt auch einen Block, mit, bei dem wird man einfach mit irgendjemand anderem random getauscht, der gerade auch in-game ist. So, nice. Nice, dice. Und das sind einfach drei Blöcke. Okay, ich versuche jetzt einmal einen. GG! Getauscht mit Mampfade. Mann, ihr hättet nicht aufgeben dürfen, hätte ich vielleicht noch Chancen gehabt zu gewinnen. Wobei jetzt auch schon wieder viel zu viel Fallschaden kassiert. So. Ja, wobei ich jetzt auch gestorben wieder der Mampfade. Gut, aber ich glaube, da hinten runter zu gehen ist echt ganz gute Taktik. Versuche jetzt einfach nochmal. So, oh Leute. Oh, danke fürs Rüberpusten. Dankeschön. Danke. Jo. Vielen Dank. Oh. So, und sehen, kommt er. Jo, er kommt. So, und jetzt bist du weg. Tschüss. Er hat ja überlebt. Ich habe den Kill gar nicht bekommen. Toll. Ich glaube, der hat echt überlebt. Okay. GG. Nice one. Und wie sieht's hier aus? Du. Hier? Ne, hier nicht. Wir gehen jetzt noch mal weiter rüber. Beziehungsweise ein bisschen weiter runter, kann man auch fast sagen. So, ich bin Erster. In dieser Runde zumindest. Ach komm, jetzt müssen wir das mal vollenden langsam. Hier vielleicht. Und dann, wo können wir jetzt hinspringen? Da nach unten. Ist zwar weit, aber ich glaube, ich gehe da hin. Ja, nice, okay. 1,5 Herzen. Wir knapp. Wir knapp. Aber ich bin jetzt bei 91. Speedtaker ist bei 100. Und das Problem ist nur, dass der gar kommt. Der Speedtaker. Ah Mann. Nein, nein, nein. Ah, gut. Puh. Glück gehabt. Da war meine Range mal wieder im Spiel bisschen. Okay, wo spiele ich am besten hin, um so wenig falsch wie möglich zu kassieren? Ich denke mal da nach unten vielleicht. Auf diesem Block. Eigentlich 5,5 Herzen oder 6. Ja, komm, wir machen es einfach. 2 Herzen, okay, nice, nice, nice. Puh. Also wenn man das Spiel lange spielt, dann merkt man echt ungefähr, ja, wo kann man hinspringen und wo soll man nicht hinspringen. Also einfach nur noch Gefühlssache dann. Okay, also wir sind hier. Okay. So, jetzt so wenig falsch wie möglich kassieren. Und ich nehme jetzt keinen von diesen Blöcken mehr. Sonst sterbe ich wieder am Ende. Durch irgendwas. So, und wir gehen jetzt mal darüber. Jupp, passt, nice. Wir mampfen das nächste Brot. So, 46 Blöcke noch. Da unten ist das Ziel. Aber, so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich muss irgendwie auf die Schlange da unten kommen. Wenn ich auf die drauf komme. Wo beginnt denn die? Beginnt die da hinten? Okay, man könnte hier rüberspringen natürlich. Jo, okay, hier geht's. Nice. So, noch 26 Blöcke. Die Runde muss ich gewinnen einfach. Das muss ich fast gewinnen. Falls nicht, bin ich ein echter Lappen. So, 12 Blöcke. Ja, easy, easy. Ich könnte schon runterspringen. Ja, mach mir auch. GG. Du wiederholst dich. Wahrscheinlich auch GG. So, und wer hat jetzt das Gesamte gewonnen? Hacker. Ja, genau, Bad Game. Jo, wahrscheinlich. Seht doch diesen Nappen an. Bad Game Hacker. Scheiße, sowas. Lol. Jo, läuft bei ihm, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich auch sagen, Leute.
golfgames.eu läuft noch heute Nachmittag und wir dann im Verlauf der Nacht oder heute Abend wird der Server ausgehen. Ja, also ja, nutzt die Zeit auf jeden Fall noch, falls ihr noch drauf spielen wollt. Und dann würde ich einfach sagen, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da und schaut heute Abend im Stream vorbei. Wir würden uns sehr freuen und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video oder sonst auch morgen beim Stream. So, und mein YouTube-Kanal heißt natürlich Mojolissimo. Und ich habe 3K. So, alles klar. Und jetzt, Leute, morgen kommt das 3K Special auf YouTube. Morgen wird das 3K Special auf YouTube kommen. Ja, was es sein wird, seid mal gespannt. Und ja, macht's gut, Leute. Tschüss.